herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind natürlich schon wieder im Auto. Ihr wisst, ich wohne irgendwie im Auto. Und bei diesen Temperaturen bin ich sogar sehr gerne im Auto, weil das Auto immer eine Klimaanlage hat. Ihr kennt dieses Problem. Sagt mal, wo kommt ihr her und wie heiß ist es bei euch? Und wann hat es das letzte Mal geregnet? Das würde mich mal sehr interessieren. Ich habe das Gefühl, dass wir in Nordrhein-Westfalen und insbesondere in Duisburg echt nicht so richtig viel Glück hatten mit Regen und so. Immer wenn die anderen Unwetter hatten, haben wir keins bekommen. Ich war also gerade bei meiner Mutter. Ich habe ein Paket abgeholt, das ich nicht annehmen konnte bzw. dann zu ihr habe schicken lassen. Und ich dachte, wir könnten das gemeinsam öffnen. Ich habe heute auch sonst eigentlich noch relativ viel mit euch vor. Ich möchte gerne zu Ikea. Ich möchte nämlich meinen Balkon fertig machen, den so ein bisschen renovieren. Und ich dachte, ihr möchtet das gerne sehen, weil ihr habt mir, als ich euch danach gefragt habe, echt positive Resonanz dazu gegeben, dass ihr so ein Projekt gerne sehen würdet. Und deswegen mache ich das mit euch. Ich möchte dann zu Ikea und möchte mal schauen, ob ich vielleicht noch einen Sonnenschirm ergattern kann. Ich weiß, ich bin spät dran, aber ein Versuch ist es wert. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und dann reden wir nachher nochmal über diese Sache mit RTL und dieser Rolle. Da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Und ja, das ist der Plan. Das ist der Plan für heute. Und wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann bleibt dran. Also ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich werde euch gleich die Situation auf meinem Balkon zeigen, aber seid gewarnt, es ist ein Albtraum. Bevor wir uns aber meinem Balkon widmen, wollte ich gerne mit euch dieses Paket öffnen. Ich bin nämlich sehr aufgeregt über den Inhalt. Und zwar hat die Firma Pure Lay mir ein Päckchen geschickt. Ich durfte mir da ein paar ganz tolle Sachen aussuchen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist sehr, sehr maritim und sehr, das erinnert einfach an Südsee und an Strand und an Urlaub. Und das ist, wie ihr wahrscheinlich auch gleich an meinem Balkon erkennen werdet, genau das, was ich einfach total mag. Jedenfalls ist das die Erfüllung meiner Träume und ich werde dieses Paket jetzt gemeinsam mit euch öffnen. Ich finde übrigens dieses Design total süß auf dem Päckchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig gut erkennen könnt, aber es ist so süß. Ich mag das total. Könnt ihr das sehen? Es ist alles nochmal extra verpackt. Damit habe ich nicht gerechnet. Guckt euch mal diese kleinen süßen Schatullen an. Ist das nicht süß? Ich hole hier mal alles raus und dann gucken wir uns das gemeinsam mal an. Wie gesagt, ich habe das ja auch noch nicht gesehen und öffne das jetzt zum ersten Mal. Bevor ich euch den genauen Inhalt des Pakets zeige, möchte ich aber einmal anmerken, dass ich einen Gutscheincode für euch habe. Da kriegt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung und den blende ich euch jetzt mal hier unten ein. Wenn ihr Bock habt, irgendwas da zu bestellen oder euch gleich inspirieren lasst, was ich mir da bestellt habe, dann bekommt ihr auf jeden Fall 20% Rabatt über diesen Code. Es war nicht sehr klug, die Katze zu streichen. Jetzt fliegen hier überall Haare rum. Also das erste Teil, und das war auch mein Highlight in dem gesamten Shop, ich liebe das einfach, ist diese Kette. Ist die nicht einfach umwerfend schön, Leute? Ich finde die wunderschön. Also das ist genau mein Stil. Als nächstes habe ich hier diese Kette. Das ist hier so eine kleine Welle und die ist einfach so schön. Die macht mir einfach so ein Instant-Fernweh. Ich kriege direkt Lust auf Urlaub. Ich bräuchte auch mal Urlaub, wirklich dringend. Dann in dieser Schatulle habe ich ein kleines Säckchen mit einem Ring. Also das hier ist der Ring. Als nächstes habe ich dieses wunderschöne Armband. Auch das hat hier wieder diese Welle. Ihr seht, das hat hier bei mir ganz klar System. Ich liebe das einfach. Ich liebe das Meer. Ich liebe alles, was irgendwie auch nur im Entferntesten mit Wasser zu tun hat. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht so einen Schmuck. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen und ich
liebe es. Als nächstes habe ich hier diese Kette. Das ist ein kleiner Kompass. Die Kette ist Gold und ja, ich finde sie wunderschön. Als nächstes habe ich diesen Armreif und zwar ist das so ein gezacktes Design und der ist in Roségold. Dann habe ich noch mal eine kleine Schatulle. Ihr wisst, was das bedeutet. Es handelt sich um meinen Ring. Ich habe hier übrigens alles verstreut auf dem Boden in meinem Wohnzimmer. Herrscht das pure Chaos, weil ich schon alles bereit gemacht habe, um gleich draußen an meinem Balkon zu arbeiten. Und deswegen fliegt hier gerade so unfassbar viel rum. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Also, das hier ist der Ring. Auch hier seht ihr wieder diese kleine Welle. Das ist dieses Design, das ich einfach so schön fand. Da habe ich mich wirklich gleich drin verliebt. Und dann habe ich noch eine Kette, die sich hier irgendwie verheddert hat drin. Da könnt ihr erkennen. Die ist aber auch wunderschön. So eine wollte ich tatsächlich schon sehr lange haben. Hier habe ich nochmal ein Kettchen, ein Fußkettchen, um genau zu sein, mit diesem wunderschönen Wellendesign. Und dann habe ich noch für meine Bestellung ein Geschenk bekommen. Und zwar ist das dieses kleine Armbändchen hier. Das kann man hinten zusammenknoten. Ich liebe die Farbe. Das ist wunderschön auf gebräunter Haut. Sieht sowas einfach total schick aus. Ich wollte übrigens auch noch mal klarstellen, ich hatte tatsächlich heute mal eine Frisur, aber die Zeiten sind vorbei. In meiner Dachgeschosswohnung sind ungefähr 83 Grad. Und da versagt natürlich jede Frisur. Also verzeiht mir bitte für das komische, eigenartige Gestrüpp. Ich hatte keine Chance. Ich war absolut chancenlos, frisurentechnisch. Ich würde sagen, ich zeige euch meinen Balkon. Ich schäme mich ein bisschen, aber ich zeige ihn euch jetzt. Das ist mein Balkon. Oder was davon übrig geblieben ist. Da liegt ein kaputter Schirm. Der ist wirklich völlig zerstört in einem Sturm. Und ja, der Rest hier ist echt liegen geblieben. Als mein Vater so krank geworden ist, da wäre eigentlich die Zeit gewesen, das abzubauen und in den Keller zu bringen. Und da habe ich das halt nicht gemacht, ne? Und jetzt ist alles echt total Schrott. Ich muss mal schauen, was ich hiervon noch retten kann, was ich hiervon noch reinigen kann. Und ja, dann sehen wir mal weiter, was ich nachher neu kaufen muss. Ihr seid dabei. Und wenn man das hier so sieht, dann könnte man meinen, wir hätten Herbst. Aber nein, das ist tatsächlich aus diesem Sommer. Der Sommer 2018. Dieser völlig unnormal heiße Sommer. So, ich bin jetzt bei IKEA, wie schon angekündigt. Es ist furchtbar warm, das muss ich euch nicht sagen. Und ich sehe heute mit meiner Frisur und meiner Sonnenbrille ein bisschen 90er aus. Aber was will man machen? Wundert euch im Übrigen nicht, wenn ihr mich jetzt gerade mal so seht mit Zopf. Ich sehe aus wie ein kleiner Flummi. Das liegt daran, dass mein Körper unfassbar viel Wasser ansammelt, wenn es warm ist. Ich glaube, Leute, die die Herzerkrankungen haben oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die kennen dieses Problem. Und ich habe das auch. Meine Finger sehen aus wie kleine Wurstfinger. Das ist wirklich schlimm. Ich habe ein Doppelkinn voller Wasser. Meine Füße sind so dick. Es ist fürchterlich. Wenn jemand von euch dieses Problem kennt, habt ihr Tipps? Was kann ich tun, außer viel Wasser trinken und salzarm essen und so? Was macht ihr gegen Wasseransammlungen in eurem Körper? Das würde mich mal sehr, sehr interessieren, weil ich sehe aus wie ein Flowy. Ausmalen könnt, waren alle Schirme ausverkauft, vor allen Dingen die etwas größeren. Und ich habe nur noch diesen kleinen mickrigen Pipi-Schirm bekommen. Der hat auch leider keinen Ständer, der kommt mit so einer Halterung für das Geländer mit. Und ich bin wirklich gespannt, ob ich es schaffe, das zu befestigen.
So, man mag es kaum glauben, aber die Terrasse ist sauber, auch wenn sie nicht so aussieht. Deswegen lege ich nämlich immer den Teppich hier hin. Das ist ein Outdoor-Teppich. Hier, diese ganzen ekligen Stellen, die ihr da seht, da hat jemand irgendwann mal in Marke Eigenbau verfugt und überall übergeschmiert. Das sieht aus wie Dreck, aber es sind tatsächlich Fugen. Es ist fürchterlich. Ja, jetzt werde ich mich mal dieser abgehalfterten, abgewrackten Sichtschutzwand widmen. Die werde ich jetzt auch noch sauber machen und neu befestigen. Und dann kommt auch schon der Teppich. Mein Balkon. Das ist alles sehr, sehr provisorisch. Also ich möchte in Zukunft gerne den Boden neu haben und ich möchte statt dieser Plane hier ein vernünftiges Geländer haben. Am besten irgendwie sowas in Milchglas, irgendeine hübsche Lösung. Hier ist echt viel Marke Eigenbau Schmuh gemacht worden von irgendwelchen Mietern und Vermietern und keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall, dass sich das vielleicht in Zukunft lohnt, wenn ich da mal dranbleibe, dass hier etwas gemacht wird, dass es vielleicht mal schöner gemacht wird. Ich arbeite daran und ihr werdet als Erste davon erfahren. In der Zwischenzeit fühle ich mich aber eigentlich ganz wohl hier. Ich habe nur mal eine Frage. Vielleicht habt ihr Tipps für mich. Ich hätte hier gerne wesentlich mehr Licht. Irgendwie. Da fällt mir ein, ich habe tatsächlich noch so Lampen für die Blumenkästen und traue mich nicht, die da reinzumachen, weil ich Angst habe, das kracht vielleicht alles beim Nachbarn runter. Habt ihr Ideen für diese Dachpfannen, ob man da irgendwie Outdoor-Lichterketten anbringen kann, ohne da Nägel reinzuschlagen? Habt ihr da vielleicht Ideen dazu? Ich traue mich da nicht, irgendwas reinzuhämmern, logischerweise. Und das darf ich natürlich auch nicht. Ich wollte mal wissen, ob ihr vielleicht irgendwelche Lösungen kennt, wie man da ein bisschen Licht anbringen kann. Ich habe hier tatsächlich Strom draußen, aber wie ihr seht, habe ich keine Lampen. So, also hier sind keine Lampen dran. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr dafür irgendwelche Lösungen kennt. Das da ist tatsächlich auch eine Lampe. Also die ist solarbetrieben und da kann man verschiedene Farben einstellen und verschiedene Lichtmodi und so weiter. Aber tatsächlich habe ich hier nicht so viel Licht, wie ich gerne hätte. Habt ihr da Lösungen für? Sagt ehrlich, wie findet ihr es? Findet ihr es so richtig doof oder schön? Ich finde es irgendwie gemütlich. Ich finde, das ist ein kleiner, aber gemütlicher Balkon. Ich hatte hier nie den Anspruch, keine Ahnung, hier eine wilde Party zu schmeißen oder ein rauschendes Grillfest. Man kann hier tatsächlich einen Grill hinstellen. Das habe ich auch schon gemacht, hier gegrillt. Ich finde es gemütlich. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das noch zu unfertig ist und längst noch nicht so maritim, wie ich das eigentlich gern hätte. Ich jetzt gern noch viel maritimer. Wenn ihr da, ich rede übrigens leiser, damit mir nicht alle Nachbarn zuhören, wenn ihr Ideen dazu habt, Anregungen, Bilder, alles Mögliche, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir das sagen, schreiben, schicken könntet. Ich glaube,
Ich könnte hier noch sehr, sehr viel mehr machen an diesem Balkon. Aber im Augenblick gehen mir die Ideen aus. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht Anregungen oder Ideen für mich hättet. Das wäre wirklich lieb von euch. Und eine Meinung, eine ganz ehrliche Meinung, wäre auch schön. So, ich bin inzwischen wieder zu Hause. Es ist sehr, sehr spät, wie immer, wenn ich nach Hause komme. Ich wollte euch ja noch erzählen, weil mich viele danach gefragt haben, was ist mit RTL geworden? Ich habe die Rolle nicht bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so rückblickend, also jetzt, wo ich mehr über die Serie gesehen habe, auch tatsächlich, ich bin der Überzeugung, dass das die absolut richtige Entscheidung war. Die Casterin hat mir gesagt, dass die Verantwortlichen sich für einen anderen Typ entschieden haben. Und ja, ich glaube auch, dass ich nicht so gut in dieses Format, in dieses Konzept gepasst hätte, in diese Rolle gepasst hätte. Und deswegen bin ich super zufrieden und super glücklich mit dieser Entscheidung. Viele von euch fanden es ja doof, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber ich habe ja, glaube ich, erklärt, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Und ja, das so viel dazu. Was kann ich euch noch erzählen? Eigentlich gibt es überhaupt gar nichts mehr zu erzählen. Ich möchte mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei Purelay bedanken für die wunderschönen Sachen, für den Schmuck, den ich mir aussuchen durfte. Und wie gesagt, wenn ihr etwas bestellen möchtet, wenn ihr vielleicht inspiriert wurdet durch das ein oder andere Teil, dann könnt ihr gerne über den Gutscheincode, den ich euch einblende, dort bestellen. Da bekommt ihr nämlich 20% Rabatt und 20%, warum sollte man die nicht mitnehmen, denke ich mir. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe sehr, sehr, dass der ein oder andere von euch mir vielleicht noch ein paar Anregungen oder Tipps geben möchte bezüglich Balkon. Ich glaube, als nächstes, so zum Herbst hin, also wenn es ein paar kühlere Tage gibt, werden wir uns mal an mein Wohnzimmer herantrauen. Da wollte ich nämlich komplett alles verändern, ich möchte streichen, es wird eine größere Sache und da seid ihr natürlich hoffentlich wieder an meiner Seite, wenn es soweit ist. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video anguckt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und für eure Geduld, weil in letzter Zeit nicht sehr regelmäßig Videos kamen, was ihr hoffentlich verstehen könnt, weil es ist einfach in dieser Dachgeschosswohnung wirklich heiß und es macht nicht sehr viel Freude, hier was zu drehen. Man muss immer den richtigen Tag abpassen und in Etappen drehen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber ich glaube, die meisten von euch gucken gerade auch nicht sehr intensiv Videos an. Das sieht man an den rasant abfallenden Klicks aller YouTuber. Es ist einfach zu warm für alles. Lasst uns auf den Herbst warten. Lasst uns auf den Winter warten. Ich freue mich sehr. Seid ihr auch so Herbst-Winterkinder? Sagt mir das doch bitte mal. Bevor ich jetzt wieder 12.000 Themen anreiße, würde ich sagen, danke fürs Zusehen und tschüss.